Also die neue Textausgabe beinhaltet gegenüber früheren eigentlich vor allem ein Sorgfältchen-Vergleich der zweiten deutschen Ausgabe, die Marx 1872 gemacht hat, und der französischen Ausgabe, die er kurz darauf gemacht hat. Das heißt, ihm lag eine Übersetzung vor, aber die hat er sehr stark überarbeitet und war später der Auffassung, dass er in der französischen Ausgabe viel Neues hinzugesetzt und vieles besser dargestellt habe. Und das ist natürlich jetzt nicht festzumachen an einem kompakten Stück, sondern zieht sich durch das ganze Buch. Und insofern kann ich also nicht darauf hinweisen, ja, dann lesen Sie doch mal in dem Kapitel die englische Ausgabe von 1890, das heißt also den blauen Band MEW 23, und vergleichen Sie das, sondern es zieht sich wirklich durch das ganze Buch. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich mich um eine lesefreundliche Ausgabe bemüht habe. Das bedeutet natürlich nicht, den Text von Marx selbst verändert zu haben, aber es bedeutet, dass, ohne jetzt in die Einzelheiten einzugehen, der Leser und die Leserin im Allgemeinen den Text auf einer Seite vorfinden, zusammen mit den klar abgegrenzten Fußnoten des Bearbeiters, in denen also Literaturangaben, notwendige historische Erläuterungen und so weiter versammelt sind, sodass man sich also nicht durch mehrere diverse Anhänge durchquälen muss, die dann meist sowieso ungelesen bleiben. Sie bezeichnen Ihre Edition ja als neue Textausgabe. Sie besteht einmal aus einer lesefreundlichen Fassung des Kapitals auf der Grundlage der von Ihnen genannten Quellen. Und zweitens ist eine USB-Card mit dem historisch-kritischen Editionsapparat beigefügt. Wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Kombination? Die Idee dahinter war, dass ich der Meinung war, dass alles, was ich gegenüber den von Marx und später Engels veranstalteten Ausgaben verändert habe, dass der diese Ausgabe Nutzende immer in die Lage versetzt sein muss, nachzuvollziehen, zu überprüfen, ja, wo hat er denn das her und wieso steht das jetzt so da? Ich habe das doch in meiner Ausgabe so und so weiter. Das heißt also, es war meines Erachtens nach notwendig, nicht so vorzugehen, wie das also Engels selbst gemacht hat, Kautsky später, Korsch, Änderungen vorzunehmen, die nicht dokumentiert sind. Nun gibt es die Möglichkeit natürlich, dass man, so wie das in der Mega gemacht wird, einen zweiten Band produziert mit dem ganzen Apparat. Das ist in gewisser Weise sicherlich freundlicher, in mancher auch hinderlicher, aber es hätte die Ausgabe unendlich verteuert. Und was mir vorschwebte, war eine Ausgabe, die für Studierende, für Gewerkschaftsmitglieder, für Betriebsräte erschwinglich ist. Und das musste also in einem Band komponiert sein. Deshalb auch die Idee der USB-Card. Wer daran interessiert ist, diese ganzen Varianten zu verfolgen, nun, der legt die USB-Card ein, verfolgt alles auf dem Bildschirm, hat neben sich die gedruckte Ausgabe, so würde ich es jedenfalls machen. Und wer daran nicht interessiert ist, sondern nur am Text selber, nun gut, der hat das Buch. Worin genau unterscheidet sich Ihre Edition nun von anderen Editionsformaten wie
beispielsweise einer historisch-kritischen Ausgabe? Und worin genau unterscheidet sich Ihr Editionsapparat von demjenigen der Marx-Engels-Gesamtausgabe? Eine historisch-kritische Ausgabe ist es nicht, denn eine historisch-kritische Ausgabe basiert immer auf einem Text. Und hier sind es also sehr verschiedenartige Texte, die zwar ein und desselben Werkes, aber eben doch vier Auflagen auf Deutsch, eine englische und eine französische Ausgabe, die dort zusammenkomponiert sind. Und eine Leseausgabe, den Terminus gibt es ja auch, ist es nicht, weil sie eben einen historisch-kritischen Apparat hat. Und deshalb also der Terminus Textausgabe. Der historisch-kritische Apparat in der Marx-Engels-Gesamtausgabe ist ja sehr stark untergliedert in Variantenverzeichnis, Autokorrekturen, Erläuterungen, Korrekturen der Bearbeiter, gegebenenfalls auch Anmerkungen, Anstreichungen in den Ausgaben, die zugrunde gelegt wurden. Das heißt, es ist schon ein beträchtlicher Aufwand, sich durch diese Apparate durchzuarbeiten. Und ich habe das also versucht, in einem Apparat zu machen, mit bestimmten Untergliederungen, aber entsprechend dem fortlaufenden Text. Das ist das eine. Das andere ist, ich verdanke natürlich der Marx-Engels-Gesamtausgabe unglaublich viel an Quellenhinweisen, Erläuterungen und so weiter. Aber da die Bände in den 80er, 90er Jahren erschienen waren, seitdem die Forschung weitergegangen ist, vieles heute digitalisiert im Netz steht und leicht gefunden werden kann, ist er natürlich in bestimmter Weise auch vollständiger. Der Apparat nicht vollständig genug, das weiß ich auch. Ich habe immer gesagt, ich komme 20 Jahre zu früh, aus dem einfachen Grunde, weil eben sehr viele Exzerpte von Marx noch nicht ediert sind, also in der Mega erschienen. Und natürlich sehr vieles nach wie vor ungeklärt ist, woher hat Marx diese Information, wie kam er auf diesen Gedanken. Manches konnte ich ergänzen, auch aufgrund neu erschlossener Quellen, aber vieles hart natürlich noch der Forschung und ich hoffe ja auch, dass noch die restlichen ausstehenden Exzerpte allesamt ediert werden. Und dann könnte man natürlich in ein paar Jahren da einige Ergänzungen vornehmen. In einem Gespräch anlässlich der Marx-Ausstellung des Hamburger Museums für Arbeit sagten Sie, dass Sie durch diese Arbeit auch zur Klärung des Wertbegriffs beitragen wollten. Sie sprechen dort von Ungereimtheiten in der Marx'schen Konzeption. Auch wenn ich weiß, dass das Stoff sicherlich einen ganzen Vortrag sein könnte, würde ich Sie doch bitten, diese Ungereimtheiten doch zu umreißen und einen Einblick in Ihre Resultate zu vermitteln. Das ist eine Arbeit, die ich noch vor mir habe. Das heißt also, die Resultate als solche kann ich nicht präsentieren. Das, worauf ich aufmerksam machen kann, auch in verschiedenen Beiträgen aufmerksam gemacht habe, ist beispielsweise, dass es Marx nie gelungen ist, eine konsistente Darstellung der aus meiner Sicht sehr wesentlichen Differenz von Tauschwert und Wert als solchem zu geben. Ja, war ja auch immer hin und her gerissen zwischen diesen beiden Termini. Zunächst dominiert der Tauschwert, da hat er vieles korrigiert in der zweiten deutschen Ausgabe, auch teilweise in der französischen, aber nicht so stark wie in der zweiten deutschen Ausgabe, wo er also den Terminus Tauschwert durch den Terminus Wert ersetzt hat, woraus schon ersichtlich ist, dass es für ihn ein Unterschied war. Aber diesen Unterschied fein ziseliert herauszuarbeiten,
Das war ihm nicht vergönnt, obwohl er sehr präzise Aussagen zum Teil getroffen hat, ohne auf diese Differenz einzugehen. Ich erinnere an das Fetischkapitel, oder es ist ja ein Unterkapitel, Punkt 4, der Fetischcharakter der Ware, wo er völlig klar darstellt, dass der Mystizismus der Ware daraus resultiert, dass es sich um den Tauschwert handelt und nicht um den Wert. Das heißt also, da liegt nach wie vor ein Forschungsfeld vor uns. Es gibt ja Leute, die sagen, es gibt überhaupt keinen Unterschied. Also Michael Heinrichs ist einer von jenen, die also völlig klar formulieren, das ist eigentlich dasselbe. Und es auch noch versuchen, argumentativ zu unterlegen. Das gilt es zu hinterfragen, vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, dass Marx ja in den Grundrissen des Öfteren davon gesprochen hat, dass wenn die Wissenschaft das Fundament der Produktion wird, dann wird dem Tauschwert die Grundlage entzogen. Er schreibt dem Tauschwert und nicht dem Wert. Mit dem Blick auf eine zukünftige Gesellschaft, die hoffentlich ein bisschen anders aussehen wird als die jetzt hier, ist das ein tragendes Problem. Auch schon in dem Gespräch in Hamburg sagten Sie, dass es notwendig wäre, auf den Schultern von Marx eine neue Werttheorie zu entwickeln. Und da würde ich dann auch Sie noch einmal bitten, das doch zu erläutern, auch gerade in Hinsicht auf das, was Sie gerade gesagt haben, inwieweit es denn auch eben in revolutionärer Absicht und mit einem Blick eben auf eine befreite Gesellschaft, also welche Bedeutung das denn dann haben könnte. Ja, wissen Sie, da muss ich an die Diskussionen in den 20er Jahren in der Sowjetunion anschließen. Damals wurde ja sehr stark darüber diskutiert, im Gefolge der neuen ökonomischen Politik, inwieweit denn im Sozialismus Warenproduktion vorhanden ist und inwieweit das Wertgesetz gilt und so weiter. Fragen, die dann ziemlich brutal abgebrochen wurden durch die Stalinschen Antworten und die im Grunde bis zum Zusammenbruch des sogenannten Realsozialismus ungeklärt geblieben sind. Ich würde sagen, wer die Preisrechnung im Sozialismus entsprach etwa dem Modell der Kostenrechnung, wie wir sie seit Say, dem französischen Ökonomen 1820, kennen und hatte mit Marx eigentlich gar nichts zu tun. Und die Frage ist, inwieweit Marx dort weiterzudenken ist. Das muss kein revolutionärer Akt sein, aber es könnte Voraussetzungen schaffen für eine bessere Gestaltung einer künftigen Ökonomie, auch im Hinblick auf sogenannte Arbeitszeitrechnungen, wie sie ja 1930 von der Gruppe internationaler Kommunisten in den Niederlanden vorgeschlagen wurden. Das war eine Gruppe, traditionell würde man sie als Trotzkisten bezeichnen, die eben ganz stark gegen die Preisrechnungen im Sozialismus polemisierte. Auf einige, also die Grundrisse waren damals noch nicht veröffentlicht, die sind ja erst 1939, 41 in der Sowjetunion auf Deutsch veröffentlicht worden, sondern auf die wenigen Stellen im Kapital sich bezogen, wo also von einer Arbeitszeitrechnung ausgegangen wurde bei Marx. Und das muss weiter hinterfragt werden, natürlich heute auch auf einem anderen Niveau der Modellbildung, wo es dann durchaus schwierig wird und wo ich also mit dem deutschen Mathematiker Gauss formulieren würde, meine Resultate habe ich schon, aber ich weiß nicht, wie ich zu ihnen gelangen werde.